Was geht ab? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir nehmen die Winterpause jetzt vom aktiven Motorsport und ich zeige euch ein paar alte Reviews. Die sind teilweise so uralt, das ist schon ja, historisch fast, kann man sagen. Also wir hatten das Glück, dass wir damals ein paar sehr, sehr schöne Autos haben fahren dürfen und können. Und auch zum Teil, muss ich ehrlich sagen, habe ich das Glück gehabt, dass mein Vater zwei, drei sehr schöne Autos besessen hat. Ja, da gibt es noch so ein paar Videos von, die sind natürlich ja, nicht zum Nachahmen empfohlen, aber trotzdem irgendwo sehenswert, weil das ein oder andere Auto echt verdammt Emotionen erweckt und das fehlt heute einfach ein bisschen. Also in dem Fall rede ich vom 430 Scuderia, ein Mörderauto, ein Mega-Sound, ein ja, nicht aufgeladenes Saugerteil mit wahnsinnigen Drehzahlen, dreht bis zu 9000 und ja, schaut euch mein Video gerne an. Wie gesagt, nicht mehr zum Nachahmen empfohlen, auch ich werde ein bisschen älter. Wenn wir jetzt Sport machen wollen in einem Fahrzeug, dann fahren wir zur Rennstrecke und dann machen wir Motorsport in der Tat, aber nichtsdestotrotz irgendwie zu schade, um das vorzuenthalten. Also von daher viel Spaß beim Video, beim nächsten Video gibt es ein anderes Fahrzeug. Und ja, ich hoffe, dass bald die Saison wieder losgehen kann. Ja, schaut euch gerne auch meine anderen Videos an. Und wenn euch das Video gefallen hat, das muss man ja jetzt sagen, dann bitte liken. Und ich freue mich auch gerne, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das wäre echt super. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Aber das sieht dann natürlich am geilsten aus beim Ding.
Ja, den als normal, nicht diesen Scuderia, den sind wir ja auch vorher gefahren. Und das war wirklich, der hat noch mehr Straßenlage als der hier. So, und dann ist das beste Auto. Das glaubt mir ja kein Schwein. Ne? Aber ja, vor allem Preis-Leistung, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin mal gespannt, wie der uns jetzt wegzieht. So, F430, Scuderia gegen Corvette Z06. Also wenn ich die Drehzahl nicht immer voll beibehalte, dann ziehst du mir weg. In den oberen Geschwindigkeiten bist du schneller. Ja? Das war nicht viel, aber wir haben es ja auf Video alles. Ja, beim Dingens. Da kannst du auch starten. Ja, hab schon. Thank you.
Aber hier ist auch viel zu voll. Ja, der ist von Röding nach dem Stoß auch schöner, ne? Schätzchen aus meiner Datenkammer. F oder in dem Fall ist es ja nur 430 Scuderia. Ein Mörderauto. Ein Mörderauto. Also um es kurz zu machen, eine bessere Lenkung mit mehr Feedback für die Straße habe ich noch nie gefahren. Auch nicht bei neuen Autos, auch kein neuer GT3 und die sind sehr gut, alles gut. Auch mein M2 Competition ist gut, alles cool. 430 Scuderia war das Beste. Also das hat mich weggehauen, wie viel Feedback einem ja, das Auto gibt, wenn man im Sitz ist, wenn man die Lenkung betätigt, wenn man auf die Bremse geht und man merkt, das Auto schiebt über die Vorderachse, weil die Bremsung zu heftig ist oder die Verzögerung zu heftig ist. Das Auto lässt wirklich mit sich spielen. Nicht umsonst war das so schnell damals auf der Ferrari-Teststrecke, dass die Corvette Z06, damals das aktuelle Auto meines Vaters, in der Längsdynamik schneller war. Ja, 7 Liter V8, durchgängig Elastizität, immer Drehmoment. Gut, er hat auch handgeschaltet. Man muss sehen, ich habe das da per Automatikmodus bei 9000 einfach, hochschmeißen lassen den Gang. Also da verliert er nochmal Zeit, spricht umso mehr für die Elastizität der Corvette. Hier haben wir ja 4,3 Liter V8 Sauger gehabt, also dass da keine 800 Newtonmeter anliegen können, müsste jedem schon physikalisch klar sein. Aber Fakt ist, Soundorgie,
Es hat so Spaß gemacht. Das Auto ist kein Verbrauchswunder, also wirklich, das säuft wie ein Loch. Aber Sitze sind 1 plus, Lenkung 1 plus, Bremse erhaben. Das Auto wankt nicht. Das ist wirklich damals ein mega, mega Auto gewesen. Und da hat Ferrari einfach für mich auch eine Ikone erschaffen. Also das ist einfach so. Das Auto ist einfach sexy, weil es keine Spoiler hat oder sowas. Es ist alles mit Unterluft geregelt und ja, es liegt wie ein Brett. Ja, und man sieht auch, ich habe da so eine kleine Sequenz mal reingeschnitten. Tja, obenrum wird es dann mau. Wir sind halt auch nur 4,3 Liter. Keine Aufladung, wenig Drehmoment, sage ich mal, im Verhältnis dazu. Tja, also so ab 280 bis über 300, das braucht schon ein bisschen dann. Ja, nichtsdestotrotz ein mega, mega Auto. Und jeder, der sowas hat, kann sich, denke ich, auch sehr glücklich schätzen. Abgasanlage, wollte ich nur erwähnen, war 100% Serie. Also der Sound ist so krank. Lauter braucht man nicht, lauter geht auch nicht, dann kriegt man noch mehr Ärger mit den Nachbarn. Ja, und was abschließend wirklich nochmal zu erwähnen ist, man kann es nicht oft genug sagen, ich hatte es am Anfang des Videos schon gemacht. Ich habe ein bisschen Glück, das ist jetzt hier 11 Jahre her. Leute, keinen Scheiß bauen. Vor 11 Jahren sahen die Straßen auch noch anders aus als heute. Man kann es sich einfach nicht mehr erlauben, auch aus beruflichen Gründen, irgendwie seinen Führerschein in Gefahr zu bringen. Haltet euch an das, was der Gesetzgeber vorgibt. Und wer Bock hat und nicht ohne auskommt, dass er sich ein Sportauto kaufen muss und mal Stoff geben muss, fahrt auf den Track Day, fahrt auf die Rennstrecke. Ja, das ist mein letztes Wort dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Auto gefallen, weil letzten Endes ging es auch darum. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich das online setzen soll, aber es ist zu schade, es einfach nicht zu zeigen. Ja, toller Wagen. Wenn ich eine Gesamtzahl geben müsste, also Sound kriegt eh 11 von 10 Punkte, dann ist das für mich der Sportwagen. Schneller muss es eigentlich nicht sein, aber von den Emotionen, und davon lebt so ein Sportauto, ist das brachial. Sitzposition, monstermäßig, ebenfalls 11 von 10 Punkte. Also, wie gesagt, ich schaue mal, dass ich ein paar Videos von einem M3 CSL bekomme. Ich komme deswegen auf das Auto zu sprechen, weil der ähnlich geile Sitze hatte schon damals, ne? Ja, also Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und ja, ein Glück ist alles verjährt. Tschö!